Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forge of Empire Updates. In diesem Update handelt es sich um die Version 1.49. Ja, und es ist wirklich eines der seltsamsten Updates. Wie ihr seht, wurde es bereits einmal verschoben. Die Anzeigen hier unten stimmen nicht, fällt mir gerade auf. Am 30.11. im Jahr minus 1, also vor 2016, vor etwas mehr als 2015 Jahren. Sehr schön. Und immer um 12 Uhr, ja. Nein, es wurde von Donnerstag auf Freitag verschoben, weil Feiertage und sie haben ein bisschen etwas versteckt. Ich will machen jetzt erstmal den normalen Changelog. Es soll jetzt anscheinend eine Rückmeldung geben, wenn man einen Nachbar besucht und eine soziale Interaktion durchführt. Naja, und wie ihr seht, wurde ich schon geplündert. Vielen Dank auch. Hallo Beta-Tester, der Beta-Server wurde nun auf die Version 1.49 aktualisiert. Der komplette Changelog wird in Kürze gepostet und die Diamanten verteilt. Dieses Update beinhaltet ein paar wichtige Bugfixes und Verbesserungen und beinhaltet auch das neue Gilden-Einladungssystem zum Testen. Es wird eine Mission für das Gilden-Einladensystem und die normale Rückmeldungsmission geben. Bitte klicke auf den Pfeil, um direkt zu den Ankündigungen zu gelangen, die im Forum verlinkt sind. To link to the forum announcements, which has links to the missions. Ach, vergesst es einfach. Bitte klickt auf den Pfeil und zu den Ankündigungen Links. Da das, welches mit den Ankündigungen im Forum verlinkt ist, worin sich die Links zu den Missionen befinden. Danke, wer hat diesen Scheißdreck geschrieben? Danke für eure fortschreitende Unterstützung und Testen von Forge of Empires, das Beta-Team. Ja, vielen Dank auch. Ja, also, wie gesagt, Veränderungen und Bugfixes sind es nicht viele. Veränderungen haben wir folgendes. Rückmeldungen, wenn man einen... Habe ich doch schon gesagt, oder? Also besuchen wir einfach mal jemanden. Wenn wir jetzt hier eine soziale Interaktion durchführen, zum Beispiel polieren, Ja gut, Cancel Action, was machen wir nicht. Hier können wir motivieren, wenn wir eine Ziehform. Und... Was war das? Ach, das war mein Mobiltelefon. Mein Speer hat in James eine neue Provinz erreicht. Vielen Dank auch. Weiß ich schon lang. Nein, ich schaue gerade noch auf dem Handy nach, ob nicht schon ein Update für Forge of Empires verfügbar ist. Weil für iOS gab es eins und aber für uns nicht. Und wie ihr seht, wenn wir hier jetzt auch motivieren, kommen auch die Geräusche, die wir normalerweise hören. Das ist dieses neue Feedback-System. Also. Bugs, Probleme, wenn Animationen per DirectX geladen werden, behoben. Bowtail-Counter ist schwer zu lesen, wenn man herausgezoomt hat. Das hatten wir letztes Mal schon. Statt, wenn man versucht, das Rathaus abzureißen, passiert nichts. Hatten wir auch schon. Legen der Gebäude...
das Sammeln nicht möglich, Button im Alcatraz macht es unmöglich, Forgepunkte in dieses legendäre Gebäude zu spenden. Ja, ich habe kein Alcatraz, sondern nur eine Hagia Sophia. Auf der Login-Seite, Vorschau neue Einträge auf der Login-Seite zeigt die komplette Nachricht an. Ja, das hatten wir, haben wir letztes Mal schon gesehen, ja, hier auch. Der Bug ist hier auch vorhanden, da wird einfach mal die ganze Nachricht angezeigt. Das wurde jetzt behoben. Und was haben wir noch? Und die Quest. Tournament-Teilnahme startet nicht für reaktivierte Spieler, was auch immer. Was auch immer jetzt diese reaktivierten Spieler sind. Und dann haben wir noch die Quest Ungesunder Lebensstil. Quest Nummer 146.100 wohl, wenn das so in Klammer steht. Bezieht sich auf ein falsches Gut in den Questbedingungen. Jetzt habe ich schon wieder da drauf geklickt. Naja, eh nichts Interessantes zu sehen. Ja, und dann kommen wir zu diesem neuen Gildensystem. Ich weiß nicht. Was mache ich jetzt hier? Das wollte ich doch. Ich glaube, ich habe keine Einladungsrechte. Ich habe Forenrechte, aber ich bin kein Inviter, kein Leader und kein Founder. Ja, okay, kann ich hier nicht machen. Ja. Auf dem DE-Server hätte ich diese Rechte jetzt. Darum muss ich es euch leider vorlesen. Ich habe es jetzt auch nicht übersetzt. Das Guild-Management-Fenster beinhaltet nur neue folgende Funktionen. Eine neue Box, die sich wie sollen Spieler beitreten nennt. Drei Optionen können per Radio-Button, ja, die heißen auch im Deutschen Radio-Button, das sind die runden Buttons, ausgewählt werden. Nur eine Option kann aktiv sein. Standard-Einstellungen sind nur Einladungen. Per Standard oder per Applikation, per Anwendung oder via Anwendung, Spieleranwendungen. Wieso heißen die eigentlich Applications? Anfragen. Per Anfragen. Heißt Application Anfrage? Spieleranfragen können von Gildenmitgliedern akzeptiert werden, die das Recht des Leiters, Gründers oder Einladers haben. Wie heißt man denn da? Mal schnell nachschauen. Schnarch. Endlich. So, Verwaltung. Nein, Mitglieder. Wie heißen wir denn hier? Ja doch, Einlader. Oder Einlader ist, hat. Wenn man die Rechte eines Leiters, Gründers oder Einlader hat. Per Auto-Join, Spieler werden in die Gilde ohne weitere Einsicht von Gildenmitgliedern akzeptiert. Nur per Einladung. Spieler können einer Gilde nur beitreten, wenn sie von Gildenmitgliedern mit den Rechten des Leiters, Gründers oder Einladers eingeladen wurden.
Edge Cases, also Randfälle. Wenn eine Gilde von Anfrage zu Autochain wechselt, werden alle offenen Anfragen automatisch akzeptiert. Wenn eine Gilde von Anfrage auf nur Einladung wechselt, werden alle Anfragen automatisch gelöscht. Wenn ein Spieler mehrfach Anfragen sendet und eine akzeptiert wird, werden alle anderen Anfragen automatisch gelöscht. Forschung? Ach ja, das ist jetzt auch neu in der Forschung. Man muss mindestens die Schmiederei erforscht haben, um einer Gilde beizutreten. Oh, die Schmiedekunst. Hier, Smithery. This technology unlocks skills. Man muss mindestens die Schmiede erforscht haben. Oder Schmiedekunst. Ich hätte das jetzt als Schmiedekunst übersetzt, aber man weiß ja nicht, wie die das hier übersetzen. Jetzt muss ich auf die andere Seite des Forschungsbaumes hier. Ja, Schmiedekunst. So, hier bin ich jetzt. Also, das hatten wir jetzt. Wenn ein Spieler noch keine Schmiedekunst erforscht hat, aber bereits einer Gilde beigetreten ist, if a player did not research Smithery yet, the guild button in the global bar should be grayed out with a mouse over, informing the player that... Achso, wenn ein Spieler noch keine Schmiedekunst erforscht hat, wird der Gilden-Button ausgegraut und per Maushover wird die Information angezeigt, dass der Spieler zuerst die Schmiedekunst erforschen soll, um das Gildenmenü öffnen zu können. Diese Veränderung betrifft kein Spieler, welche vor diesem Update einer Gilde beigetreten sind. Die Sozialleiste: Spieler ohne eine Gilde werden zufällig einer Gilde zugeordnet, die Auto-Join in ihren Einstellungen aktiviert haben. Ach, die Gildenleiste lässt sich jetzt scrollen. Hecht? Also bei mir scrollt hier nichts. So meinen die wahrscheinlich mit scrollen, aber... Oder im Ding? Was auch immer. Wenn man auf Beitreten klickt, wird der Spieler in die ausgewählte Gilde integriert und triggert ein Beitritt bestätigen Fenster. Mit Klick auf Bestätigen wird eine Beitrittsanfrage an die gewählte Gilde gesendet und triggert ein Anfrage annehmen Fenster. Okay, was auch immer. Infobildschirm. Infoscreen is shown each 5 logins reload when not in the guild. Achso,
Das Informationsfenster wird nach jeweils 5 Logins oder Reloads angezeigt, wenn man in keiner Gilde ist. Es gibt die Möglichkeit, diesen Infoscreen auszuschalten. Ja, jetzt habe ich wieder mich viel zu lange verhaspelt. Ich habe eigentlich gedacht, es wird nicht so lang. Aber ich war zu faul, das jetzt zu übersetzen. Wie ihr seht, wurde ja noch fleißig übersetzt an etwas anderem. Das war's dann also. Bis zum nächsten Mal. Ciao.